Das vergangene Wochenende stand zweifelsohne ganz im Zeichen der Musik. Stars for Free war mit mehr als 60.000 Gästen, 7 Stunden Live-Musik von 18 Top-Acts und 28 Grad im Schatten ein Popfestival der Superlative. Vor allem junge Musikfanatiker aus allen Teilen Deutschlands hatte es am Sonntag in den Stadtpark Rote Horn in Magdeburg gezogen. Dicht gedrängt warteten die überwiegend weiblichen Zuschauer schon Stunden vor Beginn des Musikevents in der hochsommerlichen Hitze auf ihre ganz speziellen Stars. Und diese kamen in Scharen. Mark Terenzi, ehemals Sänger in der US-Boyband Natural und jetzt Solomusiker, brachte die kleinen Mädchenherzen zum Schmelzen. Für Stimmung sorgte unter anderem das weltweite Musikprojekt Pachanga, dessen Tänzerinnen die ohnehin schon aufgeheizte Luft zum Kochen brachte. Aber auch die belgischen Topstars Silver und die Spaßformation Hermes House Band brachten die Menschenmassen in Schwung. Der Radiosender 89.0 RTL, der das riesige Musikevent Stars for Free organisiert hatte, konnte mit dem diesjährigen Großereignis mehr als zufrieden sein. Das unendlich weite Meer von Zuschauern überwältigte die Veranstalter, die Stars und die Gäste selbst. Wohin das Auge blicken konnte, drängten die Menschen in Richtung Bühne, um den Künstlern etwas näher zu kommen. Wer es nicht schaffte, sich einen der beliebten Plätze in der Nähe der Bühne zu ergattern, konnte über die Großbildleinwände ganz exklusive Blicke auf die Bühne werfen. Die große Hitze, Aufregung und die riesige Menschenmenge hatte auch ihre kleinen Tücken. Reihenweise junge Mädchen mussten von den Sanitätern herausgetragen werden, noch bevor sie ihre großen Stars überhaupt gesehen hatten. Um dem entgegenzuwirken, sorgte die Feuerwehr für spritzige Abkühlung. Schließlich mussten sich die jungen Mädchen noch bis zum Abend in Geduld üben. Tokyo Hotel war der Ruf, der immer wieder durch die Massen hallte. Je später der Abend wurde, umso größer wurde die Aufregung. Bevor die heiß ersehnte Lieblingsband vieler weiblicher Zuschauer jedoch ankam, heizte die Boyband Us5 den jungen Leuten ein. Und dann endlich war es soweit. Sie kamen, sangen live und gewannen die Herzen ihrer Fans. Tokyo Hotel. Der Hauptakt an diesem Abend waren ohne Zweifel die Söhne Mannheims. Die individuellen Künstler, zu denen auch Xavier Naidu gehört, spielten über 60 Minuten aus ihrem breiten musikalischen Repertoire. Auch ihnen war trotz großer Konzerterfahrung die Überwältigung über die rund 60.000 Zuschauer anzusehen. Den Abschluss dieses Konzertes der Superlative bildete ein Feuerwerk, das für einige Minuten den Himmel in ein wunderschönes Glitzermeer verwandelte. Die Gäste, die 8 Stunden lang mit Top-Künstlern unterhalten wurden, werden sich mit Sicherheit noch lange an Stars for Free 2005 erinnern.